So, damit ein herzliches Willkommen zurück bei den PCL Battles. Und zwar sind wir mittlerweile in den Finalrunden angekommen und heute werden wir uns zwei der Finalrundenkämpfe ansehen, und zwar aus dem Viertelfinale. Und zwar einmal Lukas und Quatrix, und danach werden wir Tricke Falon und Nexo sehen. Die anderen beiden Kämpfe kommen dann morgen, eventuell Montag. Ich werde sie versuchen, morgen auf jeden Fall aufzunehmen. Mein Kampf ist definitiv noch. Entschuldigung, ich muss mich kurz strecken. Heute am Samstag. Und was mit Tyson sein wird, ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass sie das noch irgendwie hinkriegen und ich nicht meine Kopfhörer irgendwie hier die ganze Zeit wieder gegen meinen Tisch schlage. Und ja, hoffen wir mal das Beste. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, gucken wir uns doch erstmal die Teams hier an. Und zwar hat Lukas mit dabei sein Ariados, sein Caporigi, Demeteros T, Capoeira, Nidoking und Psyana. So wie Quatrix sein Stallcore mit Chansey, Tango, Maskerigen, Capoeira, Victini und Boreos T. Ja. An der defensiven Gewalt mit Tangolos und Chansey vorbeizukommen wird sehr, sehr schwer werden. Es ist möglich, aber ja, ich will mich überraschen lassen. Mal sehen. Psyana eventuell hier mit Synchro, damit, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, das mit Synchro zu spielen, lieber mit Magiespiegel. Da wird nämlich nur Chansey getoxinisiert und nicht Psyana selbst. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Match hier ausgehen wird. Wir werden einfach mal jetzt reinstarten, ohne irgendein großes Tara. Okay, Lando Lead. Steilkante. Hier kommen erstmal die Sticky Webs durch. Maskeregen mit Skull, sehr effektiv. Burnt es jetzt auch noch. Oha, war das ein Speed-Tie? Scheint zumindest so. Ich verstehe jetzt nicht, warum Lukas nicht von Anfang an den Switch gemacht hat auf Psyana. Ja, Magic Bounce. Warum hat er es nicht vorher gemacht? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Jetzt kommt auch Sticky Webs auf seiner Seite. So, Toxic. Scharniere halt jetzt eher mal. Ja, Toxin drauf. Jetzt kommt das Problem mit Capoeira. Beide haben Capoeira auf jeden Fall im Team. Was ein bisschen blöd ist jetzt für Ariados, weil Ariados kann erstens relativ schnell rausgenommen werden und durch den Rapid Spin hat er jetzt sowieso alles verloren. Warum jetzt auf einmal die Toxin von Capoeira auf hier Ariados kam, muss ich jetzt nicht ungefähr verstehen. So. Nidoking. Ja, da kommt natürlich Chansey rein, ist ja klar, das tankt das alles extrem. Lando kann jetzt nichts mehr anrichten, allein durch den Burn. Ah, das wird ein bisschen schwer jetzt werden. Jetzt kommen auch noch die Steps. Da hat er keine Chance mehr. Qual. Wer sich jetzt so hart outplayen lässt durch die ganzen Hazards. Das ist ja echt schon echt hart. Statt die irgendwie wegzumachen mit Capoeira. Aber nein. Tja, Demeteros. Volga bringt dir zwar einiges, aber nicht bei einem Tangolos. Wieso gehst du die ganze Zeit auf Erdbeben? Oh. Alles klar. Tschüss. Das war abzusehen. Ich drück doch nicht auf Erdbeben bei Tangolos. Ha? So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Timer auch wieder ausgeht. Ja, Timer ist wieder auf. So,
wollte mich gerade sagen, hier, wer Timer anmacht, der verliert gleich direkt instant. Ja, gut. Victini geht jetzt durch, da braucht man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Capoeira hat keine Chance. Psychoschock. Weg. Jo. Damit gewinnt Quetrix 4:0. Das war irgendwie abzusehen. Ich schaue jetzt einfach nochmal drüber, weil er es ja selbst gecheckt hat, dass der Timer verboten ist. Ich würde mal sagen, er hat nochmal Glück gehabt, sonst hätte ich jetzt... wäre das jetzt angelassen? Oder hätte er ihn nicht angelassen? Quetrix hat ihn eingeschaltet, also hätte Quetrix den losgekriegt. Weil er hat die Regeln dann quasi missachtet. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Kampf, und zwar Trikefalo und Nexu, und wie auch schon im Discord quasi die ganze Zeit geschrieben, es war ein wirklich spannender Kampf. Deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Da schalte ich sogar gerne mal auf Slow. Einfach nur, damit wir diesen Match auch noch ein bisschen genießen können. Problem war ja bei Quetrix. Bei Quetrix mache ich immer gerne normal, weil wenn ich schon Change und Tangelos sehe, dann habe ich immer so das Gefühl, das wird so ein richtiges Doll-Game und so, bla. Naja, deswegen. Bei einigen mache ich das schon extra. Gut, fangen wir mal an. So, Trikefalon mit seinen Vulkanion gegen Schwalbos. Schwalbos muss ja natürlich einfach mal rausgenommen werden, weil das hat keine Chance. Gegen Vulkanion. So, oh. Porygon 2 kriegt einen Tank, aber kriegt erst mal den Burn-Up. Das ist blöd. Ja, Recover natürlich. Wird rausgewechselt auf Granbull. Eine gute Idee. Allein durch den Bedroher. Wirklich guter Switch. Jetzt muss natürlich Gravit auch wieder raus. Konnte natürlich noch mit Knockoff das Item abschlagen. Und zwar die Yapa-Beere. So, Focus Blast ist natürlich sehr effektiv. Trifft. Discharge ist aber ebenfalls sehr effektiv und hat ebenfalls ein Tool. Jetzt kommt es darauf an, ob Focus Blast trifft oder nicht. Autsch! Geht daneben. Aber er drückt Recover. Warum? Er hat wahrscheinlich selbst nicht damit gerechnet, dass er, dass das nicht funktioniert. Ice Beam, ja, ist natürlich nicht sehr effektiv und die Anzi tankt es. Warum geht er jetzt auf? Ach so, wegen den Stealths. Damit es das nicht abbekommt. Hidden Power, super effektiv. Okay, Boden wahrscheinlich. Diamond Storm. Nimmt das Ding aber komplett raus. Und er kriegt sogar den Defensivboost. Ah, eklig. Jetzt kommt Skuntank. Ja, natürlich. Defrog, ist ja klar. Wer will schon die Tarnsteine draußen haben, allein wenn man Ramot im Team hat? So, Nasty Plot. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kann es das Ding jetzt schon rausnehmen oder Thunderbolt? Ja. Natürlich, plus 2. Ah, okay, mit Leben überhaupt. Dann reizt es natürlich erst recht. Okay. Porygon tankt natürlich noch was. Könnte mit wird auch mit dem Eisstrahl jetzt natürlich agieren und Voltolos rausnehmen. So, was für könnte jetzt reinkommen? Wahrscheinlich Grabbit oder oh, ja, okay, oder Galagladi. Nein, nix. Ja. So. Gift-Tip? Jawohl. Sehr schön predicted. Aber bringt natürlich jetzt auch nicht so ganz viel, aber Play Rough oder Outpredicted geht auf Smogmog. Smogmog ist eine sehr, sehr gute physische Wall. Das auf jeden Fall war ein guter Switch. Und jetzt kommt. Ramon, du bist ja erstmal toxinisiert. Okay. So, mal sehen. Kommt jetzt der Falterreigen? Yancy. Oder kommt. Quiverdance? Ja, okay, gut. Jetzt mit dem Giga Drain sollte das sogar ausreichen, um Yancy zu töten. Oder. Na, wahrscheinlich. Warum was? Psychokinese? Was? 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 Was macht er da? Warum nicht die Giga Drain? Okay, Schwertanz.
Mal sehen, was jetzt. Was hat er vor? Eisenschweif? Agilität. Ah, okay. Er konnte. Sterni? Wir lassen jetzt mal den Kampf weiterlaufen. Meteor Mash ist natürlich gebannt, weil es ist ein Usum-Move. Ich will aber trotzdem mal sehen, ob er das... Ja, natürlich, so kann er das Ding jetzt natürlich noch reißen. Problem ist leider, dass Meteor Mash halt ein Tutor-Move ist und Tutor-Moves sind in der Liga noch verboten. Sprich, Nexo hat eigentlich schon automatisch gerade verloren. Ja, Trickgefahr hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt. Aber zum Glück haben sie es ja danach schon verstanden. Aber. Tja. Gut, damit. Obwohl es anders aussieht, gewinnt trotzdem Trickgefahr, weil Nexo hat leider die Regel vergessen, dass die Tutor-Moves da gar nicht rein dürfen. Deswegen habe ich vorher gesagt, kontrolliert eure Sets, bevor ihr es erstellt. Weil es gibt einige Moves, die können sie erst seit Ultrasonne, Ultramond. Sternhieb ist erst seit Ultrasonne, Ultramond mit dazugekommen sein. Es ist, nee, Moment, Tutor-Move, was sage ich denn da? Es ist ein Zucht-Move. So, und... Ja. Ist blöd. Es ist jetzt blöd für Nexo. Es ist einfach blöd. Aber gut. Was sollen wir machen? Damit haben wir unsere ersten beiden Halbfinalisten, und zwar Quetrix und Trickephalon. Sprich, Trickephalon muss gegen den Gewinner aus Kampf 2 ran, also Tyson oder Linox. Und Quetrix muss entweder gegen Shiny oder mich ran. Und der Kampf zwischen Shiny und mir wird heute auf jeden Fall noch stattfinden. Wahrscheinlich morgen erst kommen, damit wir wieder zwei Kämpfe haben. Und falls Tyson halt nicht kann oder es halt nicht schafft bis morgen, wird Linox halt weitergezogen in die nächste Runde, ins Halbfinale. Dann heißt das Linox gegen Trickephalon und Quetrix gegen Shiny oder mich. Und dann werden wir mal sehen, wer sich denn bis zum Finale vorkämpfen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird eine sehr interessante, oder es werden noch sehr interessante zwei Wochen werden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in dem nächsten Viertelfinalkampf wieder. Bis dahin, bye bye.